Komische Sache. Ach klar, wir haben ja die Rolle benutzt. Ah, ich Idiot. Schon wieder vergessen. Leiche. Levitation. Der Zaubernde hebt sprichwörtlich ab und unwegsames Gelände ist für ihn totale fortan Vergangenheit. Was lese ich denn hier gerade? Spitzhacke! Eine Schaufel. Ein Pokal. Ein Ring und eine Halskette liegen hier auch noch. Truhe? Was kann die Truhe mir denn geben? Bernstein, cool. Endlich eine Spitzhacke. Oh, da geht's aber tief runter. Richtig, richtig gut. Jetzt haben wir sie. Dann können wir nämlich, wie soll man denn da rüberkommen? Tatsächlich, das funktioniert. Und ich dachte, ich springe jetzt in meinen Tod. Auch nicht schlecht. Da ist wieder ein Keiler. Oh, da sind ganz viele Wölfe. Ob das gut geht? Will er jetzt an dem Keiler rumknabbern, oder was? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Schon sind es zwei. Wir müssen aufpassen, dass es nicht noch zwei mehr werden. Also vier im Endeffekt. Weil dann wird es übel. Da hinten stehen nämlich noch einige. Ha! Okay, Heiltrank. Was haben wir hier noch? Grünblatt. Da hinten sind auf jeden Fall noch mehr Wölfe. Moment, das können wir noch anders machen. Zumindest schon mal ein bisschen Schaden machen können. So, Wolf Nummer 1. Schön in die Ecke gedrängt hier. So, das lief doch sehr gut. Jetzt können wir uns hier in Ruhe umsehen. Bis die nächsten Gegner kommen natürlich. Da hinten sind noch mehr Wölfe. Scheiße, sind das viele. Hier ist aber auch nix. Heilwurzel. Oh, wei. Ja, 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 ja. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Alles gut, meine Mottenviecher. Oh, ich bin gerade voll in die Wölfe reingerannt. Nicht so gut. Nicht so gut. Gut, dass ich immer speichere mittlerweile. Ich mir das so schön angewöhne, ja, keine Patzer hier zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt, dir die ganze Zeit durch die Wildnis zu laufen und die Viecher zu schlachten, aber ich meine, es ist ein Rollenspiel. Das muss man auch einfach mal so sehen. Oh, 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 die umzingeln uns gerade hier. Hier gerade gar nicht gut. Aber da konnten wir uns zum Glück noch vorher mit dem Heiltrank heilen.
Tja, boah, das war knapp. Hier muss man richtig aufpassen. Diese Wölfe umkreisen einen einfach so krass. So. Ganz schnell hier die drei Wölfe vernichtet. Ganz knapp aber nur gewonnen. Und jetzt geht's weiter. Durch die Lichtung hier. Was auch immer wir hier noch finden werden. Da unten sind noch mehr Wölfe. Unglaublich. Ein Gorilla. Aschebestie. Das sieht schon wieder nicht so gut aus, was ich hier mache. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Gucken wir später nochmal vorbei. Schön, dass ich mir die ganzen Orte so merken kann. Alter, was sind das denn hier für Viecher? Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Und schauen mal, dass wir hier nochmal über den Abgrund drüber kommen. Ja. Ja, jetzt haben wir einen Beutel Werkzeug. Ist jetzt auch nicht so viel. Aber immerhin schon mal ein. Ich wüsste auch nicht, wo wir jetzt die anderen noch hernehmen sollten. Da hinten war ja nichts mehr. Weiß nicht. Wir gehen jetzt wieder in die Stadt. Gucken jetzt aber hier unten war ja noch diese Höhle mit den Wölfen. Das machen wir jetzt noch eben. Und dann gehen wir zurück in die Stadt und suchen mal wieder Carlos auf. Beziehungsweise auch die anderen Leute, denen wir vielleicht noch die Sachen bringen können. Wie zum Beispiel hier diese Pflanzenkacke da. Ah, da hinten sehe ich doch Erz. Da können wir doch zum ersten Mal anfangen zu schürfen. Das hat sich gelohnt. Nichts zu holen. Ach, die bleiben dann? Nichts. Okay. Aber 5 Eisenerzbrocken, das ist schon mal viel. Gut, da wollen wir jetzt rein. Was ist das denn? Ein Ghoul. Alles klar, liebe Leute. Da gehen wir dann doch nicht rein. Wir bewegen uns wieder zurück in die Stadt. Gott, ey. Also hier müssen wir irgendwann nochmal hinkommen. Das kann nicht sein, dass wir das jetzt schon alles hätten schaffen sollen. Von daher, ja, gehe ich guten Gewissens jetzt einfach mal weg. Gott, was hier alles für Viecher rumlaufen. Also, wir haben jetzt schon einige Viecher kennengelernt, die wir einfach noch gar nicht hätten besiegen können. Erstes Beispiel, Skelettkrieger. Gut, das war möglich, aber auch schon sehr, sehr schwierig. Dann diese Donnerechse, die ja wirklich richtig viele Lebenspunkte hatte. Also, die wäre eigentlich noch nicht tötbar für uns, außer wir werden wirklich diesen Kampf mit ich schaffe jedes Mal zu blocken und dann einen Schlag zu setzen. Dann jetzt dieser Gorilla und noch diese Ghule. Also viele Viecher, die uns ans Leder wollen. Keines, was wir wirklich gut schon killen können. Dann sollten wir uns vielleicht erstmal ein paar Fähigkeiten aneignen. Hier sind noch ein paar Bären. Da ist auch noch was. Druidenschierling. Da ist noch was. Heilkraut. Können wir alles gebrauchen. Später vielleicht auch Tränke brauen. Würde uns ja auch helfen. Ach ja, genau, die Brücke hatten wir ja auch noch. Gehen wir mal zur Brücke. Einfach nur, um nochmal eben alles auszuschöpfen. Und gesehen zu haben. Ach, da hinten ist auch noch was. Sind auch noch Wölfe. Na egal, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Was ist das? Aha.
Diese Goblin-Viecher. Aua! Ey, du Arsch! Huh. Die schmeißen hier mit schlechtem Obst oder was? Tatsächlich, die schmeißen wirklich mit schlechtem Obst. Oh, da ist wieder so ein Häuptling. Ah. So. Boah, ist das krass. Gegen so viele. Ah! Da kommt ja noch irgendwie so ein Seegeier hier rauf, oder was? Das wird ja immer netter. Hä? Was war das denn jetzt? Warum hat denn der so einen Slow-Mo-Move da hingelegt? Oh, Level up. Da flog gerade wieder irgendwas an uns vorbei. Boah, wir müssen erstmal hier diesen Gnom loswerden. Hey, wir haben... Das gibt's doch nicht. Es kommt gleich dieses Adlervieh von hinten, ne? Na komm. So. Meine Fresse. Das war ja jetzt richtig krass. Fressen wir uns erstmal die Steaks, die wir gerade hier bekommen haben. Jetzt frage ich mich nur, wofür habe ich die ganzen Goblins getötet, wenn ich keine Werkzeuge hier kriege? Schwert. Irgendwelche Waffen bekommen, die wir benutzen können? Nicht wirklich. Der erste hat gesessen. Der zweite. Und der dritte nicht. Schade. So, zwei Wölfe schon mal down. So. Jetzt haben wir gleich keine Heiltränke mehr. Und da hinten geht's noch irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. Unsere Leben gehen zur Neige, Heiltränke sind leer. Was ist denn hier unten noch? Noch ein Keiler. Okay. Müssen wir den Heiltrank wohl doch schlucken? Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das auch ohne schaffen, aber gut. Irgendwie soll es nicht sein. Also das Kämpfen ist echt schwierig. Also wenn man da so andere Spiele betrachtet, wo das alles so ein bisschen automatisch abläuft, ist das etwas einfacher. Aber gut. Hier ist jetzt auch nichts mehr. War einfach nur der Keiler. Hm. Manchmal ein bisschen frustrierend, dass man da Heiltränke und sowas für diese Gegner einsetzen muss, um sie zu besiegen, und dann findet man einfach nichts. Das einzige ist dann irgendwie so eine Pflanze oder sowas, und dann ist es das eigentlich auch den Heiltrank nicht wert. Und das sind jetzt schon da so größere Viecher oder was? Sind das jetzt die normalen Stachelratten? Ne, das sind die normalen. Ja.
Und die machen auch nicht immer die gleichen Angriffe, dass man sich irgendwann das merken kann. Zum Beispiel hier bei denen ist es halt teilweise so, dass sie einmal angreifen und dann kann man zurückschlagen. Manchmal machen die aber auch so einen Doppelangriff. Die Wölfe machen manchmal drei Angriffe hintereinander. Das sind alles so Sachen, wo man sich drauf einstellen muss, die man aber bei der langsamen Angriffsgeschwindigkeit unseres Helden gar nicht so vorausplanen kann. Aha. Hier haben wir jetzt die Gnomstadt gefunden, oder was? So, von hinten wird schon wieder geschmissen. Wow. Leben gehen zu Ende. Boah, jetzt haben wir noch einen Schlag und dann sind wir down. Rennen! Nein! Nein! Da kam was von hinten geflogen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Arg. Da sind aber noch mehr von diesen Kackgnomen, aber die haben alle nicht diese Werkzeugscheiße dabei. Das ist so blöd. Wir haben aber noch Heiltränke, ne? Ja. Jetzt gehen wir an die ganz großen Heiltränke ran. So, da hinten haben wir einen Gnom. Kann man weg. Boah, da kommen schon Spitzhacken und alles geflogen. Da ist noch einer. Hier, ich kann auch schießen. Komm her. Au, 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 au. Da kommen Kartoffeln und alles geflogen. Diese ganzen scheiß Mini-Gnome müssen wir eigentlich erstmal loswerden. Gibt's doch nicht! Ach, das sind viel zu viele. Mann, 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 Mann. Fünf von diesen Kackviechern. Und unsere Bogenskills sind einfach richtig mies. Aber mir fällt irgendwie keine bessere... Mir ist keine andere Idee eingefallen, als das jetzt so zu probieren. Wir müssen einfach nur versuchen, dem allen auszuweichen. Und Schaden zu machen. Aber das sind viel zu viele, ey. Wie die werfen, das ist richtig krass. Jetzt haben wir gleich sowieso keine Pfeile mehr. Boah, komm. Das ist ja hier mehr ein Minigame als alles andere. Dem Obst ausweichen. Wie viel haben die denn da so bei sich? Das war der letzte. Alles klar. Ja, komm! Natürlich! Trick, 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 Trick! Viel zu übertrieben. Rein in den Gnomenkampf! Hinein in den Kampf! Da
Das ist echt ein bisschen zu viel des Guten. Und besonders der Häuptling, der macht ja schon ordentlich Damage. Jetzt aber! Jawohl! Meine Herren. Das ist ja mal echt richtig verdammt krass. Was hier abgeht. Mein Gott noch, ey. Jetzt haben wir nichts mehr, ne? Ah doch, wir hätten noch so einen Heilzauber hier. Zack. Was haben wir denn hier eigentlich bekommen? Keine Ahnung. Ja gut. Ich werde jetzt auch einfach mal eine Aufnahmepause machen. Hier so mitten im Geschehen. Ach Gott, man kann sogar Pfeile aufheben. Liegt daran, weil ich jetzt weg muss. Aber wir werden dann hier an dieser Stelle einfach weitermachen. Und gucken, ob wir da hinten in dem Lager dann noch irgendwas finden. Vielleicht. Ja, das sieht noch etwas größer aus. Das machen wir alles dann morgen in der nächsten Aufnahme. Also, bis morgen. Tschüss, macht's gut.